Herzlich willkommen bei Boote TV. Heute sind wir mit der Campion A20 ISC auf dem Rhein beim Bootsimporteur Europe Marine in Buddenheim unterwegs. Die kanadische Campion-Werft bietet ihre Boote in unterschiedlichen Kategorien für verschiedene Anwendungszwecke an. Unser Testboot gehört zu der Kategorie Alante, also ein Classic Runabout. Bedeutet, es ist eine Cuddy Cabin mit Innenborder und Z-Antrieb. Auf unserem Testrevier gibt es je nach Binnenschiffsverkehr eine Kabelwelle, die schon recht wehtun kann. Alles, was wir von dem Bug bekommen, überspringt der Rumpf auch mit etwas mehr Speed noch weich und kursstabil. Auf dem ruhigen Nebenarm, Höhe Heidenfahrt, drehen wir dann schnelle Kreise, bei denen das Boot eng rumzieht. Der luftschnappende Propeller beendet dann jedoch den Kreisverkehr. Am besten kurz Gas weg und wieder beschleunigen. Die normale Wende ist auch ohne ventilierenden Propeller problemlos möglich. Auf dem imaginären Slalomkurs reagiert das Testboot direkt, bleibt jedoch immer sicher zu kontrollieren. Beim Verreißen der Lenkung setzt das Heck normal hart ein und die A20 fährt, ohne nachzuschwingen, spurtreu weiter. Aufgrund der Servounterstützung bedient der Skipper das Ruder bei allen Manövern leichtgängig. Der schnelle Übergang von Verdränger in Gleitfahrt lässt zusammen mit der durchschnittlich hohen Heckwelle auch Wassersportlern ihren Spaß hinter dem Boot. Geht es um Reichweite und hier besonders um die wirtschaftlichste Gleitfahrt, errechnen wir bei 3500 Umdrehungen pro Minute mit gut 20 Knoten den besten Wert. Die 128 Seemeilen plus 15% Reserve sind für diese Art von Boot schon eine durchaus beachtliche Leistung. In Schleichfahrt kommt man in ähnliche Reichweitengebiete. In Verdrängerfahrt zwischen etwa 4 und 6 Knoten verhält sich das Boot gleitertypisch. Es muss ab und zu der Kurs korrigiert werden. Hafenmanöver lassen sich mit engem Wendekreis und direktem Umsteuerverhalten gut fahren. Dieses erledigt der Fahrer von einem drehbaren und schiebbaren Schalensitz aus, der ordentlichen Seitenhalt und eine feste Polsterung bietet. Als Fußstütze hat die Werft eine Schräge unter dem Fahrstand in den Fußboden integriert. Einen identischen Sitz findet der Beifahrer auf seiner Seite. Damit er sich ordentlich festhalten kann, installiert Campion einen Haltegriff an der Seitenwand. Je nach Stellung des höhenverstellbaren Lenkrads sind die Anzeigen von Drehzahl und Geschwindigkeit etwas verdeckt. Auf die restlichen Instrumente ist der Blick jedoch komplett frei. Leichtes Spiel hat man auch mit der Einhandschaltung, die in die Seitenwand eingelassen ist. Den dazugehörigen Motor erreicht man, indem man die Sonnenliege mit Griff und zwei Gasdruckdämpfern hochklappt. An der Trennwand zum Heckstauraum ist der Hauptschalter eingelassen. Hier gefallen uns die unisolierten Anschlussklemmen nicht. Die V-Koje mit herausnehmbarem Mittelpolster ist für zwei Personen ausreichend. Ein offener Stauraum Richtung Cockpitboden, vom Fußraum der Kabine aus zugänglich, ermöglicht das Verstauen einer Chemietoilette. Die Kabine ist mit einem Teppich ausgekleidet, hat seitliche Ablagen, eine geteilte Eingangstür und in der Decke ein Fluchtloop. Wer die Badeplattform erreichen möchte, nimmt dafür am besten das Mittelpolster der Sonnenliege heraus, damit man nicht immer auf die Polster treten muss. Darunter ist eine Anti-Slip-Struktur oder, wie in unserem Testboot, ein eingeknöpfter Teppich zu finden. Eine seitlich angebrachte Badeleiter macht das Einsteigen, aber vor allem das Herausklettern aus dem Wasser sehr einfach. Sie lässt sich von dort aus gut bedienen und in ihrem Bereich liegen Handläufe, die das Klettern zusätzlich vereinfachen. Eine weitere Leiter ist unter dem Ankerkastendeckel im Bug versteckt. Auf dieser gelangt man über einen Mitteldurchstieg in der Windschutzscheibe. Die Ecken der Scheibe sind vorbildlich abgerundet und mit Kappen versehen. Auf dem Vordeck sorgen zwei Handläufe für Halt, allerdings muss man sich dafür am besten auf allen Vieren fortbewegen. Zum Belegen der vorderen Klampen jedoch nicht, da die Crew sie vom Cockpit aus erreichen kann. Auf unserem Testboot sitzen versenkbare Klampen, die man einzeln als Zubehör bekommt oder im sogenannten Premium Trim Level Paket, das beispielsweise auch Gelcoat Akzent, Stereo Power Paket, Echolot oder den einknüpfbaren Teppich beinhaltet. Aufpreispflichtig ist ebenfalls jegliche Art von Verdeck. Serienmäßig gibt es die Bugscheinwerfer, die dem Boot sein ganz spezielles Aussehen geben. Die sind im Deck integriert, das genauso gut verarbeitet ist wie der Rest des Boots. Unser Fazit? Die Campion A20 ISC ist eine waschechte Cuddy Cabin, auf der zwei Personen Unterschlupf finden. Für den Bade- oder Wakeboard-Ausflug mit Freunden ist sie aufgrund ihrer Badeplattform und Cockpit-Ausrüstung ebenfalls gut geeignet. Mit dem 200 PS Innenborder ist sie ausgewogen motorisiert und ist nicht nur sportlich, sondern auch sicher unterwegs.